Euch gefallen unsere Videos? Dann kennt ihr nun einen winzigen Teil von The Simple Club. Übungsaufgaben, Lösungswege und Spickzettel zum Download. Checkt jetzt ab auf thesimpleclub.de. Moin zusammen, heute ziehen wir uns kurz rein, was Herrschaftsformen überhaupt sind. Das werdet ihr in Geschichte bei sehr vielen Themen brauchen. Wir erklären zuerst, was Herrschaftsform heißt. Dann gibt's noch ein paar Beispiele. Viel Spaß! Herrschaftsformen zeigen, wer tatsächlich die Herrschaft ausübt. Außerdem spielt es eine Rolle, wie die Herrschaft ausgeübt wird. Je nachdem, wer die Herrschaft wie ausübt, liegt also eine andere Herrschaftsform vor. Vom Prinzip läuft das so. Bei Herrschaftsform 1 übt die Person A die tatsächliche Herrschaft aus. Bei Herrschaftsform 2 übt die Gruppe B die tatsächliche Herrschaft aus. Schauen wir uns mal ein paar verschiedene Herrschaftsformen an. Am besten in einer kleinen Tabelle. Links steht der Name der Herrschaftsform. In der Mitte steht dann, wer die Herrschaft ausübt. Schreiben wir da mal hin, Herrschaft durch. Rechts noch eine Spalte für Anmerkungen. Denn wie gesagt, es kommt zwar in erster Linie darauf an, wer herrscht, aber auch das Wie kann entscheidend sein. Das erste Beispiel ist die Monarchie. Name Monarchie. Die tatsächliche Herrschaft hat eine Einzelperson. Die wird Monarch genannt. Auf gut Deutsch ist das der König. Bei Anmerkungen gibt's Folgendes zu sagen. Monarchie bedeutet wörtlich Alleinherrschaft. Der Monarch erbt die Herrschaft oder bekommt sie durch Wahlen. Das zweite Beispiel ist der Absolutismus. Wer hat hier die Herrschaft? Genau, wieder eine Einzelperson. Sogar wieder ein Monarch. Anmerkung, Sonderform der Monarchie. Das heißt, es handelt sich auch um eine Monarchie. Es gibt aber was Spezielles. Der Monarch ist hier von Kontrolle komplett losgelöst. Er alleine hat die ganze Macht. Monarchie und Absolutismus sind also beides Herrschaftsformen. Trotzdem ist der Absolutismus eine Sonderform der Monarchie. So wie der Audi A6 eine Sonderform der Audis ist. Lasst euch davon nicht verunsichern. Machen wir noch ein letztes Beispiel, die Demokratie. Die Herrschaft wird hier durch das Volk ausgeübt. Anmerkungen, Ausübung direkt oder durch gewählte Vertreter indirekt. Das bedeutet, das Volk wählt Leute und die üben dann die Herrschaft aus. Das ist halt nicht direkt, deswegen wird es indirekt genannt. Was müsst ihr aus dem Video mitnehmen? Herrschaftsformen zeigen, wer wie die tatsächliche Herrschaft ausübt. Zum Beispiel Absolutismus. Wer? Einzelperson, also Monarch. Wie? Von Kontrolle losgelöst. Monarch hat die ganze Macht. Nice, wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, dann benutzt einfach unseren Filter. Ich sag haut rein, Leute, bis zum nächsten Video und bis gleich.